schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zu unserem Systemikum 2018. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass der Saal voll ist. Das erste Systemikum 3.0. Ich sage gar nicht mehr. Ja, wir machen die Veranstaltung aus zwei Gründen. Das eine ist, dass wir unseren 30-jährigen Geburtstag feiern wollen. Das ist, glaube ich, ein guter Anlass. Und dann war klar, wir müssen nicht nur zurückschauen, sondern wir wollen in die Zukunft schauen und schauen, wie ist es im Moment in der Gesellschaft, in Organisationen und welche Rolle hat Führung dabei und wie können wir positiv, zuversichtlich in die Zukunft gehen. Um über unterschiedliche Dinge zu diskutieren, beispielsweise auch über gesellschaftliche Entwicklungen und die Zukunft, wohin wir alle miteinander gehen könnten. Aber sehr interessant, auch wieder das Alte zu hören im Hinblick auf die Zukunft. Dass es ein wunderbares Geschenk war, hier diesen Geburtstag mitfeiern zu können. Die Kontroversen haben mir gefallen, die Herausforderungen. Und auch so der Austausch unter Kollegen oder auch unter Andersdenkenden, die war für mich auch hilfreich. Bemerkenswert, was Ruth und Lothar und alle anderen von dem Team hier auch aufgestellt haben. Ja, mit vielen tollen Leuten ins Gespräch gekommen. Und sehr viele interessante Inputs gekommen sind. Ja, Lego Serious Play ist eine Methode. Eine feine Gelegenheit, einmal etwas mit den Händen zu tun. Sozusagen vom Kopf in die Hände und noch einmal ein letzter Verdichtungs- und Reflexionsschritt, der sehr gut angenommen wurde. War schön zu sehen. Consulting, alles Gute zum 30. Geburtstag. Ich wünsche Train Consult alles Gute. Weiterhin guten Erfolg. Dass ihr die nächsten 30 Jahre es so fortsetzt. Weiterhin so viel Netzwerken, weiterhin so viel Freude am Arbeiten. Dankeschön für die Unterstützung. Und ich freue mich auf das 60-Jahre-Fest. Es war eine tolle gemeinsame Zeit auch mit euch. Vielen Dank an Train Consulting, insbesondere an die Ruth, an den Lothar und alle, die an dem Lehrgang mitgewirkt haben. Ihr habt wirklich mein Leben verändert.